Hallo, heute habe ich für euch meine Nagelpflegeroutine, also wie ich meine Nägel pflege, wie ich sie schneide, wie ich sie file und alles drum und dran. Ich wurde darum sehr, sehr oft gebeten unter meinen Videos und jetzt habe ich sie mir geschnitten, weil ich ja in den Urlaub fahre, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon im Urlaub. Leider sind sie diesmal ein bisschen kurz geraten, aber andererseits ist das gar nicht so schlecht. Bei mir wachsen Nägel und Haare wie Unkraut und dann bin ich gerade froh drum, wenn ich mich im Urlaub nicht drum kümmern muss, die dann wieder zu schneiden, weil das ist Geschmackssache, aber ich persönlich komme einfach mit langen Nägeln nicht so gut klar. Ich meine, ich finde es sehr schön und ich lasse sie auch gerne wachsen und lackiere sie dann und so weiter. Aber ich kann es einfach nicht lange haben, weil ich das Gefühl habe, ich bleibe überall hängen und ich kann nichts richtig greifen und so. Ja, deswegen, meine Hände sind eh so klein und dann sehen lange Fingernägel immer gleich so krallig aus. Wenn ich anfange, meine Nägel zu machen und die sind irgendwie noch lackiert oder sowas, dann lackiere ich sie immer zuerst ab. Dazu benutze ich diesen Nagellackentferner von Ebelin. Das gibt es beim DM. Das ist ja die DM-Eigenmarke. Ist dann so ein Pumpspender. Dann hält man da das Wattepad drauf und pumpt. Und dann wird der Nagellackentferner nach oben gepumpt. Ich muss sagen, ich mag den sehr gerne. Ich finde, der lackiert gut ab. Und auch Nagellacke, die jetzt zum Beispiel einen Überlack, einen gut haltenden Überlack drüber haben, werden damit gut entfernt. Deswegen ist das, was bei uns immer nachgekauft wird. Ja, wenn meine Nägel dann ablackiert sind, fange ich an, sie zu schneiden. Ich habe kein eigenes Nagel-Etui, deswegen benutze ich das von meiner Mom. Das ist so ein schwarzes Lederding und ist von HK. Ich kenne die Marke nicht, das sagt mir jetzt nichts. Auf jeden Fall sind da verschiedene Utensilien drin und ich benutze dann meistens diese etwas größere Schere. Es gibt ja immer eine dünne und eine dickere Schere und ich benutze zum Schneiden die dickere Schere. Beim Schneiden ist es ja eigentlich wichtig, dass alle Nägel gleich lang sind. Und deswegen kann man das so machen. Das sieht jetzt im ersten Moment etwas lächerlich aus, aber wenn man ein Lineal benutzt und das Weiße vorne am Nagel abmisst und sich dann ungefähr merkt, zum Beispiel man möchte vielleicht noch, dass 1 mm übersteht, ja, wo man dann schneiden muss, dann sind alle ungefähr gleich lang. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, 1 mm überstehen zu lassen, weil sonst einfach das Nagelbett sich da eben unter dem Nagel sehr, sehr leicht entzünden kann. Und das wollen wir ja verhindern. Außerdem ihr kennt das bestimmt, dass das dann manchmal so ein bisschen weh tut vorne und so sich vielleicht wie wund anfühlt. Das liegt dann einfach daran, dass der Nagel ja das Nagelbett schützt. Und ja, das sind dann einfach solche empfindlichen Stellen, wo eigentlich Nagel drüber ist. Und wenn man zu kurz geschnitten hat, dann liegen die frei und das tut weh. Nach dem Schneiden sehen die Nägel nicht zwangsläufig alle schön aus und in der schönen, perfekten Form. Deswegen gibt es ja Nagelfeilen. Im Moment gerade benutze ich eine Metallfeile. Metallfeilen, davon wird einem eher abgeraten, weil die Nägel vorne leichter splittern lassen. Am besten benutzt man eigentlich eine Glasfeile. Nur meine Glasfeile, die ich hatte, die war richtig schön. Die hatte noch so schöne Glitzersteinchen drauf. Die ist mir runtergefallen und bis jetzt habe ich irgendwie noch keine neue gekauft. Ich glaube, beim DM kann man welche kaufen, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Das Entscheidende beim Feilen ist ja eigentlich, dass man die richtige Form hinkriegt. Ich kann euch empfehlen, also ich meine, klar, wenn ihr jetzt eher so der Typ für spitze Nägel seid, dann feilt man sie natürlich spitz, eckig, eckig, ist logisch. Aber wenn ihr möchtet, dass es natürlich aussieht, dann würde ich euch empfehlen, die vordere Form an der Nagelbettform zu orientieren. Das heißt, dass eigentlich die Form, die unten am Nagelbett vorliegt, oben gespiegelt, ja, hingefeilt wird sozusagen. Dann sieht der Nagel mandelförmig aus und das ist einfach das, was am natürlichsten und am gepflegtesten und am, ja, am schönsten, kann man nicht sagen, weil es dann natürlich Geschmackssache, am natürlichsten aussieht. Ich achte auch darauf, dass ich nur in eine Richtung feile und nicht so hin und her feile, weil das doch auch den Nagel dazu bringen kann, dass er vorne splittert und einreißt und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die man vermeiden will. Ja, und wenn ich dann die richtige Form hingefeilt habe, dann feile ich noch von oben nach unten runter, um so dieses raue Überstehende runterzufeilen. Und dann gehe ich mit der Spitze von der Nagelfeile unterm Nagel entlang, um so das, was ich unter den Nagel gefeilt habe, sozusagen da nochmal hervorzuholen und feile das dann komplett ab. Und ihr könnt dann überprüfen, ob die Nägel richtig gefeilt sind und damit auch nichts Spitzes mehr absteht, indem ihr einfach über euren Handrücken fahrt. Dann spürt man es am besten, weil wenn man mit den Fingern drüber fährt, die Fingerkuppen, da ist ja Hornhaut drauf und so weiter und so fort. Und dann spürt man das meistens nicht ganz so gut und dann bleibt man doch wieder hängen und das ist sehr ärgerlich und verursacht zumindest bei mir Gänsehaut. Ja, wenn ich meine Nägel gefeilt habe, dann gehe ich sie meistens erstmal kurz waschen, weil ich das nicht mag, diesen Feilstaub, der dann überall ist, und creme sie dann ein. Hände eincremen ist sowieso super wichtig, damit die eben nicht rau werden und mit Feuchtigkeit versorgt werden und so weiter. Wenn man schon beim Hände eincremen ist, cremt am besten gleich eure Nägel mit ein.
Wirklich, glaubt mir, die werden es euch danken. Die falsche Handcreme kann sogar auch dazu führen, dass eure Nägel brüchig, splissig und eure Nagelhaut auch sehr trocken sein wird. Ja, und ihr achtet einfach am besten darauf, dass es eine Handcreme ist, die die Hände mit Feuchtigkeit versorgt und eben die Hände auch schützt. Und manchmal steht sogar extra dabei, dass sie auch für die Nagelhaut gut geeignet ist. Ich kann die Handcremes von Balea sehr empfehlen. Also ich muss sagen, ich mag die sehr gerne. Die von Balea und die von Alverde sind echt toll. Also da muss man gar nicht mal so viel Geld für ausgeben. Die sind top. So, dann sorge ich meistens dafür, dass meine Nagelhaut schön aussieht. Die Nagelhaut, das muss man einfach wissen. Ansonsten kann man sich nicht richtig um die Nagelhaut kümmern sozusagen. Die Nagelhaut schützt den Nagel oder den Finger oder wie auch immer davor, dass Bakterien eindringen können. Das heißt, ihr dürft die nicht irgendwie so grob behandeln und mit Gewalt und irgendwie Metall zurückschieben oder am Ende noch schneiden oder sowas. Man sieht das vielleicht und es gibt auch solche komischen Apparaturen. Hier zum Beispiel, da ist an der einen Seite ein Nagelhautschieber. Der ist in Ordnung, weil der ist weich. Am besten benutzt man Rosenholzstäbchen, aber gut, sowas Weiches hier geht auch. Auf der anderen Seite ist so ein Metallteil und damit kann man die Nagelhaut entfernen. Ich würde euch davon wirklich, wirklich abraten. Entstehen so leicht solche Nagelbettentzündungen. Und das ist einfach, das ist unnötig, weil man kann die Nagelhaut, wenn man sie schön pflegt, einfach ordentlich und vorsichtig zurückschieben und dann ist sie auch nicht mehr im Weg. Zwei Produkte, die ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen kann zur Nagelhautpflege, ist zum einen diese Nagelpflegecreme von Alverde. Die ist mit Aprikose und speziell für trockene, brüchige Nägel und die Nagelhaut. Und die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die schon mal in einem Video gezeigt. Und ich bin sehr zufrieden mit der. Ich trage die dann meistens abends auf, weil die doch sehr schmierig ist. Und massiere die dann eben einfach in meine Nagelhaut ein. Und die versorgt die gut mit Feuchtigkeit. Das ist nämlich auch sehr wichtig für den nächsten Schritt, den ich euch gleich zeigen werde. Und ein anderes Produkt, was ich vorher immer sehr viel benutzt habe und auch empfehlen kann, ist das Cuticle Gel von P2. Das ist mit Honig und Propolis oder so. Und das ist auch wirklich sehr toll. Also das hat mir früher immer gut geholfen, wo ich so Probleme hatte mit extrem trockenen und brüchigen Nägeln und Nagelhaut und so weiter. Da fand ich das wirklich sehr empfehlenswert. Bin dann aber jetzt zu dem Alverde einfach umgestiegen, um mal was Neues auszuprobieren. Und wenn ich eben dann meine Nagelhaut gut gepflegt habe und alles gut eingezogen ist, dann schiebe ich meine Nagelhaut vorsichtig zurück. Und zwar mit diesem Nagelhautschieber. Der ist aus so einem sehr weichen Gummi. Und ja, greift die Nagelhaut jetzt nicht an, beziehungsweise beschädigt sie eben nicht. Und wirklich, ich würde euch auch nicht empfehlen, das mit viel Gewalt zu machen, sondern einfach vorsichtig, sodass ihr die gewünschte Form erreicht habt. Und ja, mehr mache ich da dann auch gar nicht. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Schritt meiner Nagelpflege angekommen. Und zwar mein absolut heiliger Gral, was Nagelreparatur angeht. Ich habe mir jetzt extra für dieses Video nochmal ein paar Rezensionen durchgelesen, die. Geister scheiden sich da wirklich. Die einen finden diesen Lack super toll, die anderen finden ihn total blöd. Es handelt sich um den Nail Repair Microcell 2000. Ich werde euch einen Link zu dem nochmal in die Infos setzen, weil ich immer wieder Kommentare kriege. Wie heißt der nochmal genau? Der heißt einfach, hier steht sonst ansonsten nichts. Die Marke heißt Nail Repair Microcell und das ist der Nail Repair Microcell 2000. Es gibt verschiedene Versionen, es gibt den auch in farbig. Das ist im Prinzip eigentlich eine Nagelkur. Man trägt am einen Tag die eine Schicht auf, am zweiten Tag die zweite Schicht. Am dritten Tag lackiert man alles ab und lackiert am dritten Tag wieder die erste Schicht auf, am vierten Tag die zweite Schicht, am fünften Tag lackiert man alles wieder ab und so weiter und so fort. Das macht man dann 2 bis 3 Wochen und die Nägel werden dann einfach härter und wachsen besser und sehen einfach schöner aus. Und ich habe das gemacht, nachdem ich Kunstnägel drauf hatte und die dann abgemacht habe. Meine Nägel waren super dünn, sind nur gesplittert, sind überhaupt nicht mehr wirklich gewachsen, waren immer kurz. Und ich war sehr, sehr am Verzweifeln und habe bei The Dorient auf YouTube diesen Nagellack gesehen und sie hat ihn empfohlen. Und dann habe ich ihn mir gekauft. Er kostet, glaube ich, 12 oder 13 €, also es ist schon ein happiger Preis. Aber für so eine dreiwöchige Kur braucht man ungefähr so viel. Also ihr seht, der ist noch bis hierhin bei mir voll und hält sich schon extrem lange. Das Ding bei dem ist, der ist, glaube ich, mit Formaldehyd oder so und ich glaube, das ist krebserregend. Und zudem trocknet es die Nagelhaut sehr aus. Also alles nicht so ganz, ganz gut. Deswegen natürlich ist es immer besser, wenn man es schafft, seine Nägel vielleicht durch Ernährung oder auch durch Nahrungsergänzungsmittel oder so weiter, also solche natürlichen Sachen wie Kalzium und so, wieder hier on Tour zu bringen. Aber bei mir hat nichts mehr geholfen und deswegen ist das wirklich das, was ich benutze, wenn gar nichts mehr geht und meine Nägel echt
nicht schön aussehen. Ja, und weswegen eben dann eine Nagelpflege sehr, sehr wichtig ist. Dieser Nagellack trocknet die Nägel bzw. die Nagelhaut extrem aus. Und deswegen muss man sich sehr, sehr gut um die kümmern und die täglich pflegen, damit die eben nicht so austrocknet und dann am Ende noch Entzündungen entstehen am Nagel. Das wäre ja alles nicht sehr förderlich. Zudem muss man noch sagen, der tut weh. Das kann man sich jetzt schlecht vorstellen. Aber vielleicht hattet ihr schon mal Gelnägel. Und wenn man dieses Gel drauf bekommt und das dann ins UV-Licht hält, dann ist das so ein brennendes, nicht Geräusch, Gefühl im Nagelbett und fühlt sich so ein bisschen an, als würdet ihr eure Finger in Feuer halten. Und das wird so heiß und tut einfach weh. Und genau so fühlt er sich auch am Anfang. Und das ist sehr furchtbar und man denkt so, oh mein Gott, und ich will das nicht und so. Aber haltet das durch. Also echt, ich habe das wirklich kontinuierlich gemacht und durchgezogen und diese Kur dann auch mal wiederholt nach ein paar Monaten und so weiter. Aber ja, nur um euch vorzuwarnen, das brennt wirklich wie Hölle am Anfang. Aber wenn man da durch ist, dann habe ich das Gefühl, der Nagel wird einfach dicker. Ich weiß nicht, ob da eine Schicht drauf gebaut wird oder so. Ja, aber dann tut es irgendwann nicht mehr weh. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zu meinen Nägeln erzählen kann. Also, wie gesagt, die Ernährung ist sehr, sehr wichtig, was Nägel und Haare und Haut und so weiter betrifft. Das wisst ihr vermutlich. Viel Trinken ist auch für die Nägel sehr wichtig. Ansonsten können solche Rillen entstehen. Also, da helfen dann auch alle Pflegemittel nicht mehr. Aber das ist einfach so das, was ich benutze, immer wenn ich meine Nägel mache. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie noch irgendwas dazu erfunden hier von wegen, ja, dieses Nagelbad mache ich einmal die Woche. Das mache ich einfach nicht. Ich habe euch nur Sachen gezeigt, die ich auch wirklich mache. Und ja, also meine Nägel wachsen wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen sagt jetzt nicht irgendwie, oh, deine Nägel sind so kurz, weil ich weiß, sie sind kurz, aber die wachsen auch sehr schnell. In einer Woche werden sie wieder viel, viel länger sein. Also deswegen ist das alles überhaupt kein Problem. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und euch eine Hilfe war. Wenn ihr noch irgendwelche besonderen, super, mega Tipps habt, was die Nagelpflege angeht, dann dürft ihr mir die gerne in den Kommentaren lassen. Ich denke, das ist auch für alle anderen interessant. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!